Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Quadrox 3 Multiplayer. Wir spielen mal wieder eine Runde. Hab eigentlich schon in den letzten Tagen zwei Parts aufgenommen, allerdings wollte da mein Programm die einfach nicht so richtig aufnehmen. Was relativ ärgerlich war, weil die erste Partie, gut, die war relativ kurz, da habe ich als Schweden gespielt und ziemlich hart verloren. Auch ziemlich deutlich. Und die zweite Partie, ja, da habe ich als Ukraine gespielt. Bisschen nein, da habe ich als Russe gespielt und mein Gegner als Ukraine. Das war eigentlich ganz cool. Das Gefecht hat auch einfach mal 40 Minuten gedauert. Und ich hatte gewonnen am Ende. Es war dann sehr ärgerlich, als die Aufnahme verkackt hatte. Aber wir hoffen mal, dass es heute anders aussieht und dass relativ schnell jemand joint. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich Russland spielen will oder was anderes. Was könnte man eigentlich noch spielen? Theoretisch mit der Türkei ergehen oder sowas. Könnte man theoretisch auch mal machen. Aber da steht natürlich auch Russland. Ach, das könnte lustig werden. Russland gegen Russland. Könnte sehr lustig werden. Naja, mal gucken. Dürfte auf jeden Fall relativ infanterielastig werden, dieses Spiel. Russland ja bekannt die beste Infanterie des 17. Jahrhunderts hier im Spiel hat. Und ja. Ansonsten betrachten wir hier den schönen Ladebildschirm. Ja, Startpunkte werden eingerichtet. Ansonsten habe ich eine relativ normale Karte, normal und nur eine normale Karte Land, tausende Mineralien, Mittel. Viele Minen verteilt und so, also ziemlicher Standard. Man könnte eigentlich auch mal wieder eine Map mit Inseln spielen oder mit Kontinenten oder sowas. Und war vielleicht auch mal mit Herdrin. Anfangsbedingungen als mit Tausenden. Wobei wir das auch schon mal gemacht haben und das war ja grenzwertig. Weil da am Anfang echt zu gar nichts kommt. So, hier bauen. Stadtteil gebaut, zack, gleich noch ein paar Bauern raushauen. Ich kann euch mal nehmen und mal eine Goldmine bauen. Auch euch nehmen wir mal weg. Hier zack, baut mal das. Hier Jungs, dürft ihr mal ein Lagerhaus bauen. Schon mal durchjagen. Ihr drei Mann hier dürft Holz hacken. Zwei dürft Steine. Ihr baut mal eine Kaserne da hinten hin. Ihr zwei geht aufs Holz. Ihr zwei auch. Die geht erstmal alle Mann aufs Feld. Ich versuche das auch mal aufs Holz. Direkt mal 8 Mann. Auf Holz, das ist ganz nett, denke ich. Ich kann auch direkt mal die Mine erweitern. Soll ich 5 dahin schicken? Zack. Nächste Kaserne. Hier pioniere Massproduktion bitte. Dann dürft ihr mal einen Markt bauen. Beziehungsweise ein Teil von euch. Auch direkt meine Akademie. Die Jungs sind hier alle anfangen zu arbeiten. Wir brauchen natürlich Nahrung. Die Gegner sind jetzt schon aus. So, hier auch mal unendlich. Ich trainiere, dann gehen wir mal gucken, wo der Gegner ist. Wir sind punktetechnisch auf jeden Fall hinten dran. Das ist nicht gut. Jetzt ziehen wir noch zweimal auf. Einmal auf dem Marktplatz ab. Ich will zudem mal schneller bauen. Hier müssen wir eigentlich auch mal das noch durchbringen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass wir weggewascht werden. Wobei das eigentlich bei Russen nicht der Fall sein dürfte. Theoretisch zumindest. Wir werden, denke ich, trotzdem mal gleich anfangen, zwei Mann hier noch auf Holz zu schicken. Dann anfangen, eine Holzbeisade hochzuziehen.
So, 1000 Gold die Nahrung, danke. Insektenmann. Helft mir noch schnell die Akademie und anschließend werden wir sofort auf Holzbeisade gehen. Ich will schon mal die Verbesserung durchballern. Sowohl für den Angriff als auch für die Verteidigung. Ein Punkt Technik extrem hinterher. So, habe tatsächlich ein wenig Angst. Immer noch. Aber noch nicht so einen Gegner zu sehen. Ja, die Akademie braucht noch eine ganze Weile. Den hier mal abfahren und hier mal mithelfen lassen. Ja, unser Gegner hat echt fast schon 100 Punkte. So, ich ignoriere euch fünfmal mal. Ist die Eisenmine da? Ist eine Eisenmine. Eine Eisenmine rauf. Haben wir aktuell 20 Mann. Auf. Hauptsache, wir haben da einen Dreimann geschickt, egal. Aktuell echt 20 Mann auf Nahrung und 10 auf Holz, das ist ganz anständig. Akademie ist fertig, so. Jetzt ziehen wir halt mal eine Weile da lange, hat der Gegner ist tatsächlich hier unten. Okay, dann könnt ihr eigentlich mal wieder zurückkommen. Oh mein Gott, hat er viele Speerträger, das ist nicht gut. Das ist ehrlich gesagt gar nicht gut. Hier unten braucht man eine Holzpalisade. Die uns zwar erstmal eigentlich nur vom schnellen Wasch schützen sollen, mehr nicht. Dann schießen die Tiere so weiter. Die jetzt hier irgendwie rüber. Und hier dann bis dahin und anschließend noch anders. Jungs, baut einfach mal. Denn die muss wenigstens hochgezogen sein. Bevor der Gegner kommt. Jetzt sagen die fünf Mann. Können wir auch gleich mal hier unterstützen. Ansonsten hier noch anständig Verbesserung durchballern. Nehmen wir in die Eisenmine. Ruhig schon mal 4 weitere Leute auf Holz ansetzen. Weitere Feldverbesserungen durchballern. Ah, wir holen punktetechnisch auf jeden Fall auf. Das ist ganz nett. Ja, unsere Palisaden stehen halt noch nicht. Das ist nicht gut. Das muss echt schneller gehen. Ich möchte jetzt echt gesagt ungern noch mehr Bauern dafür einsetzen. Bauen wir lieber noch eine dritte Kaserne. Oh, das ist die schon versprochen, ja gut. Ich soll einmal eigentlich mal dazu einsetzen. Das hier so zu bauen. So, und wie sieht's hier aus? Hier ist mal die Seite halbwegs zu. Ich glaube, was die Lücke hier soll, wisst ihr selber nicht. Naja, zu sieht halt echt anders aus. Oh Mann, Mann. Das hat echt dämlich. Ja, Hauptsache er kriegt das nicht zu. Das ist halt echt selten dämlich. Er baut hier wenigstens mal einen fetten Turm hin. Wir brauchen Wohnplätze. Okay. Vielleicht ein paar Wohnhäuser hier unten hinzimmern. Und unsere Goldmine vergrößern. Hier fangen wir erstmal dahin. Hier fünf Mann. Baut hier eine Goldmine. Du brauchst mal da fertig. Ja, wir gucken uns hier auf jeden Fall erstmal ein.
Ein Punkt ist auf jeden Fall immer noch schon weit hinten. Ich habe weiterhin ein schlechtes Gefühl. Hier mal weiter verbessern. Hier mal ein paar Leute rausholen. Hier weiter Wohnhäuser bauen. Und eine Kohlemine. Noch ein Wohnhaus. Noch ein paar Mann eine Goldmine reinschicken. Noch mehr Wohnhäuser. Pikiniere können wir da mal hinstellen. Da ist der Feind. Wir haben halt echt noch nicht mal alles hier dicht gebaut. Leute sind hier für die Minen. Die sollten wir vielleicht schon mal alle nochmal mitnehmen. Und schon Leute baut schneller zu. Nehmt auch euer offenes Tor. Baut mal da weiter. Schön, dass wir hier auch einfach eine Lücke gelassen haben. Selten dämlich. Du baust mal da weiter hin. Ja, also unsere Verteidigung sieht eher schlecht als recht aus. Die Gegner können uns, glaube ich, relativ easy wegwaschen. Mal hier ein paar mehr Leute auf Stein. Noch ein paar Mal auf Holz. Noch ein paar Verbesserungen durchballern. Und schon Leute. Arbeitet schneller und vor allem besser. Ups, ich mach das nicht zu, Mann. Ich habe nicht genug Wohnplätze immer noch. Ich habe immerhin fast den Top fertig. Das heißt, ich habe ihn fertig. Das ist eigentlich ganz nett. Die unten mal den nächsten bauen. Das heißt, ihr zwei baut eine vierte Kaserne. Wo wir dann mal ein paar Musketiere durchballern werden. Wieder uns hier für Nahrung. Okay. Besserer Steinabbau, ja. Du, eine Heini hier. Lass mal das weitermachen. Hier brauchen wir weitere Häuser. Können wir Kohlemine vergrößern. Können wir Goldmine mal vergrößern. So, hier geht mal zur Goldmine. Hier zur Kohlemine. Weitere Verbesserung. Hier machen wir Musketiere. Hier zwei, keine Ahnung, geht mal Steine abbauen. Schaut uns mal aus, echt lächerlich. So viele Löcher. Oh Mann, oh Mann. Ist halt echt schlecht. Ich wollte da draußen bauen. Dann sind hier zwei. Baut mal das Stück da fertig. Das ist sowieso eine provisorische, wir werden sowieso gleich mal anfangen. Nach Steinmauer. Jetzt aber vom Holz mal ein bisschen weg. Und setzen mehr auf Stein. Brauchen wir erstmal nicht. Hier haben wir mal die nächsten 120. Geht denn das sonst punktetechnisch meilenweit voraus?
Aber ehrlich gesagt, auf was er wartet, er könnte natürlich momentan echt noch leicht wegwaschen, so halbwegs. Also ich meine, unsere Mauer ist jetzt nicht der Rede wert hier. Tollen Palisaden. Auch was wir trupptechnisch zu haben, ist nicht unbedingt berauschend. Wir brauchen mehr Wohnplätze. Naja. Oh, ihr geht darauf hier so, zack. Jeder baut mal hier ein Haus. Den hat halt echt eiskalt fast doppelt so viele Punkte wie wir. Ich könnte ihm theoretisch mal das hier zum Besuch schicken. Fragt euch bloß, ob wir das wollen. Ja, komm, das wollen wir mal. Mal zu gucken, was uns denn so erwartet beim Gegner. Und sonst nehmen wir mal diese 24 Mann. Bauen hier mal eine schöne Steinmauer. Wie viel Mann dürfen wir wieder reinkommen? Auf Nahrung gehen. Und hier 8 dürfen wir Kathedrale bauen. Obwohl hier hinten würde ich sagen, jawohl. Hier bauen wir ein paar weiter Wohnhäuser. So, ich bin gespannt, was beim Gegner erwartet. Wir mauern uns auf jeden Fall erstmal weiter ein. Das ist, glaube ich, aktuell tatsächlich das Beste, was wir tun könnten. Weil wir sonst einfach nichts haben. Dafür sind unsere Pioniere ziemlich gut verbessert schon. Das ist immerhin etwas. Hauen wir noch mal ein paar Verbesserungen raus. Auch kathedralentechnisch können wir hier mal 10 Priester fertig machen. Bräuchte mal für den Stall natürlich mehr Holz. Können die 8 Mann ja nicht mal auf Holz ansetzen. Und hier haben wir mal ein paar Minen vom Gegner, die können wir mal angreifen. Hier habe ich mal die nächsten 120 Mann. Oh mein Gott. Sind das viele? Gegnerische Schwerträger. Da sind unsere 240 Mann hier im Witz stehen gewesen, oh mein Gott. Steht immer irgendwie ein Dia Söldner. Aber ich glaube, unsere Schwerträger sind einfach mal Eistrade besser verbessert. Oh mein Gott. Noch mehr Schwerträger. Noch mehr Söldner. Oh mein Gott. Wie viele Söldner der hat. Wie viel Armee der einfach hat. Unsere Schwerträger prügeln uns sich da tatsächlich trotzdem durch. Das ist echt lustig. Also sie schlagen sich echt gut. Das sagt uns, er ist jetzt ganz klar auf Masse. Und wir setzen auf Qualität. Aber wir haben ihn auch so viele Punkte gekostet, das ist jetzt punkttechnisch vor ihnen. Das ist interessant. Dass wir ihn so, dass wir ihn durch Qualität kriegen könnten. Das lässt ehrlich gesagt hoffen. Und auch die letzte Verteidigungsverbesserung durch. Das sind die 36 Mal jetzt hier auch nochmal bei der Mauer mitbauen. Holen wir mal die Truppen da zurück. Ja, wenn wir uns dann reinsperren können, dann ist man eine Chance haben zu gewinnen, das ist interessant. Das wäre sehr interessant. Ich glaube, den kann ich mal weiter verbessern. Und weiter auf Häuser gehen. So, Leute. Wunderbar. Jetzt mal noch 5 Mal auf Holz an. Beziehungsweise Gold. Wie sieht's hier aus? Brauchen wir Holz?
Schießprobe Feuerkraft, naja. Aktuell sowieso nicht so viel. Verteidigung von gepanzerten Soldaten erhöhen, das wäre gut für unsere Speerträger. Jetzt bauen wir mal Diplomatenzentrum. Und zwar hier oben hin, würde ich sagen. Geht's aus. Ich mal ein paar mehr Trommler. So, zack. Die sind 120. Ich hab maximal 18 Grundangriff. Läuft. Wie soll ich auch mal hinstellen? Die ist mit der Steinmauer aus, sehr ordentlich. Dann können wir die hier weiterbauen. Bis dahin. Hier, okay, 4 baut auch mal weiter. Das ja auch nicht schlecht, geht jetzt auf die andere Seite, tauscht mal ein bisschen. Auch ganz amüsant. So, dann geht jetzt natürlich wieder punktetechnisch weit voraus. Partie geht schon fast eine halbe Stunde, okay. So, hier Diplomatenzentrum. Ich muss die haben wir eigentlich. 57 inzwischen, okay. Da können wir jetzt eine Verbesserung reinknallen. Mal verbessern. Diplomatenzentrum braucht noch eine Weile. Die 8 Mann. Bauen mal hier die Mauer weiter. Auf jeden Fall ganz interessant, dass der Gegner weiterhin sich nicht traut, uns anzugreifen. Hier nehmen wir mal 10 Mann. Und lassen einen weiteren Turm bauen. Hier können wir vielleicht nicht 120 Mann machen, nein. Können wir noch nicht, nein. Okay. Das Diplomatenzentrum ist fertig. Könnten wir eigentlich mal umschützen sollten raus. Ballern wie sonst was. Könnt ihr euch auch mal einen Stall bauen. Auch um ein bisschen Kavallerie zu gehen. Könnt man auch eine Goldmine bauen. Und sie sollten auch besser zu leisten. Hier mal eine Goldmine. Hier bauen wir mal ein paar Wohnhäuser und zwar schnell. Die soll eigentlich bauen. Wie die Wahnsinnigen. Ich finde, dass hier Holz im, dass hier einfach mal der Wald oder was auch immer im Weg ist. Ja, es ist nicht gut. Ja, tatsächlich, wenn der Holz hier der Weg, der Wald im Weg zu sein, dann würde ich sagen, Holz einfach mal den Wald hier ab. Zwar schnell. Wo immer die da eben hin wollten. Das ist ja weit uns hier im Weg, ist halt echt ziemlich dämlich. Bessern wir mal. Naja, warum sind wir denn Platz?
Ansonsten warte ich, frage mich immer noch, auf was der Gegner hier eigentlich wartet. Weil er uns halt echt schlagen könnte. Ist ja eigentlich eine Shit-Funktion im Wehr. Schreiben wir einfach mal, auf was er eigentlich wartet. Ja, ich schreibe sogar hier Zeichen, GG. Englisch kennt er wohl nicht. Sind wir überfordert. Ja, man könnte hier in einer Ecke einen Turm bauen. Unsere Mauer wird auf jeden Fall kein Fall gar keinen Fall rechtzeitig fertig. Kann man hier Bogenschützen lassen wir mal. Das ist Schwachsinn. Und ein paar Wohnhäuser. Die Bogenschützen los, steht immerhin. Schaut mal, was da so los ist. Tatsächlich irgendwas, ja, das scheint tatsächlich ein Russe zu sein, der Russland spielt, oh Mann. Was weiß ich auf jeden Fall, was sie jetzt machen werden. Ja, euch fünf. Mal nach hier oben schicken und auch eine zweite Basis aufbauen mit einer Stadthalle. Das ist einfach, weil wir es können. Man könnte schon die Mauer hier weiterbauen. Sehr schön. Dann könnte ich auch mal aufhören, Holz zu sammeln. Und weiter darauf gehen. Dass die Mauer hier fertig wird. Beziehungsweise hier vier. Ein Turm. Schauen wir mal, ob wir das bauen lassen. Hier noch eine Kaserne. Nochmal 120 Mann. Und ja, wir brauchen Wohnplätze immer noch. Können eigentlich auch mal hier auf den Bauern zu bringen, würde ich sagen. Der hat wohl ein bisschen Wohnraum gebracht. Oha. Da ist der Gegner. Mit seinen Witchers. Jede Menge Kaff. Joa. Gut, da gehen unsere Bogenschützen drauf. Das war nicht zu erwarten. Und wenn der Gegner weiterhin so passiv ist, dann glaube ich, gehen wir jetzt tatsächlich doch noch hin. Dass wir es rechtzeitig einbauen können. Bauen wir mal einen Turm hin. Hier unten bitte mal auch unendlich Speerträger. Lol. Da oben waren Sacken. Interessant. Na gut, sowieso die Themas für uns. Dann da oben noch eine zweite Hauptquartier gönnen. Dann brauchen wir hier oben noch eine Stadthalle. Einfach weil die noch mehr Wohnraum bietet. Das Spiel zieht sich immer weiter in die Länge. Einfach weil er nicht angreift, wenn ich angreife, nicht ersetzt. Wir greifen ab und zu an, aber kommen natürlich nicht an seinen Massen an Soldaten vorbei. Dementsprechend, naja. Das ist eine ziemliche Patt-Situation weiterhin. Wisst ihr was? Ich glaube, hier unten gehen wir mal auch auf Strelitzen. Wir auch mal weiter verbessern. Oh lol. Seine Kraft greift uns an. Jetzt traut er sich mal. Das ist natürlich nicht gut gelaufen. Staute jetzt natürlich und hat sich einfach mal easy durch die Palisade durchgekämpft, das ist natürlich klar. Jetzt stirbt sein Kaff natürlich erstmal eine Runde.
Ja, wie es aussieht, diese ganzen Massen, die da im Kopf sieht, Alter. Wie einfach seine Kaff sich ziemlich gut durchmetzelt. Durch unsere Schwerträger, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie stark hat die denn bitte schön verstärkt? Heilige Scheiße, unsere ganzen Schwerträger gerade vernichtet. Sieht sehr schlecht aus. Jetzt beschießen wir ihn mal ein bisschen. Feuerkraft bitte mal erhöhen. Der will uns jetzt aber jetzt nicht ernsthaft sein paar Witzer hier schlagen, oder? Bitte mal hier so, zack. Bogenschützen raus, spam. Bogenschützen dürfen nicht schnell genug feuern, um seine ganzen Soldaten zu erledigen. So, unsere Türme schießen jetzt auch mal hin. Allerdings werden wir sowas mit überrannt gerade von seiner Kraft, das ist Wahnsinn. Die Bogenschützen waren jetzt auch erledigt. Wir mal die Kosaken rausknallen. Und wir brauchen mal ein Lagerhaus, Ja, ich werde sowas mal überrannt. Das ist ja Wahnsinn. Die starke, diese Witzers einfach gestellt, die nehmen kaum Schaden, das ist ja Wahnsinn. Das ist echt krass. Gut, da kommt der ganze Rest. Ja, ich würde sagen GG, das haben wir verloren. 40 Minuten. Zu lange vorbereitet und wir waren einfach nicht fertig mit unseren Vorbereitungen. Naja. Gut, ich hoffe, euch hat dieser lange Part trotzdem gefallen. Wir sehen uns aber nächstes Mal. Bis dahin. Ciao.